Werden wir den Fall Moskaus sehen? Das ist die gute Frage. Also wir werden den auf jeden Fall sehen, aber die gute Frage ist, wie schnell? Weil das ist ja Wahnsinn. Was ist der 71. Division? 700.000 Mann verteidigen hier in Moskau. Ziehen die sich ein bisschen zurück, sei so gut. Will nicht sagen, aber meine Einheiten sollten hier schon stehen, damit das auch ausgiebig geschützt wird. Oh, die Verteidigungslinie ist falsch gewählt hier, sehe ich gerade. Was soll das jetzt gewesen sein? Oh Leute, zieht ihr doch zurück. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier niemand ist, wenn die kommen, Leute. Da klappt auch nichts. Also der Russe hält einfach nichts auf, ja. Wahnsinn. Jetzt gehen sie! Ja, oder auch nicht. Scheiß doch drauf. Ganz im Ernst. Weiß auch nicht mal was sagen bei solchen Dingen. Ist frustrierend. Aber man merkt das wahrscheinlich, dass ich ein bisschen frustriert bin. Sieht nicht gut aus. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Die wollen mich wirklich besiegen. Dann. Bin ich gespannt, wie lange hier drüben meine. Ach, jetzt sind es nur noch 46 Divisionen. Ja. Ach, mal schauen, wie sie da bei mir durchmarschieren. Dauert noch ein bisschen, ne? Bis ich was bauen kann. Ach, ich hab vergessen, den Betten einzustellen. Super schlau. Werde ich gleich machen, dann produzieren wir einen besseren Panzer.
Wobei das dann auch nichts mehr bringt, weil ich hier ja keine Panzer habe. Sondern nur Verteidigung. Sollte ich wahrscheinlich auch lieber in diese Richtung wieder forschen. Ja. Ja gut, da ist meine Flotte. Habe ich nicht aufgepasst. Der Hafen wurde erobert und meine Flotte ist draufgegangen. Ja. Komplett wegbombardiert. Übel, 323. No way. Keine Chance. So, wie sieht's hier aus? Der Russe kämpft. Wie viele stehen hier? Nicht genug, wie es aussieht. Bin ich gespannt. 460.000 Mann sind noch nicht da. Ja, kein Stress, sag ich mal, oder? Ist ja nicht so, als würde der Russe auch mitkämpfen. Kein Thema, lass dir Zeit. Die trödeln da rum. Bin ich gespannt, wo der Russe hier seine Hauptstadt hin verlegt. Wir bleiben hier. Die sollen durch das Scheißding dort laufen. Brutal. Da, über Costa Rica. Geschichte. Wir haben auch Nicaragua und Honduras noch da. Dann steht er vor meiner Haustür. Hier wird er aber sicher nicht durch. Der Hauptangriff wird von oben kommen. Eigentlich ist die ziemlich schlecht gelegt, die Linie hier. Aber extrem. Yes, sir. Weg mit dem. Ich das nicht weg? Ja, geht. Da. That's it. Alles darüber. Und dann nehme ich euch hier. Und ihr nehmt mir bitte hier. Und bitte hier dazu. 8 Divisionen ist zu wenig, ist kein Problem. Kriegt Stärkung. Kommst hier diese 11. Gehen dazu. Sind sie vielleicht schon? Ne, sind sie noch. Ja, waren sie schon. Und da, 19 Divisionen hier. Dann gibt es hier noch was. Thema, wir haben da 9 Marines. Schicke ich im Eilverfahren hier hoch. Teilen wir sie auf. Die schicken wir hierher. That's it. Dann soll es das hier sein. Ich glaube, das Kanada ist safe, egal was dann kommt. Ja, egal nicht. Wäre natürlich besser, wenn ich ein bisschen mehr noch hätte. Die Marines könnte ich zurückbringen. Bring ich auch. Ab nach Hause, Jungs. Ach, scheiß auf die Pläne hier. Alle löschen. Das war noch in Zeiten, in denen er seine Rolle gespielt hat. Auch hier habe ich nicht aufgepasst, gehört dann auch den Briten, hätte besser aufpassen müssen. So. Hier rein. Hier rein. Zurück ins Reich. Ich behaupte. Halte ich Stand oder halte ich nicht Stand? Warum steht hier niemand in dieser Region?
Ja, Männer habe ich genug, also rückziehen muss ich sie nicht, das auf keinen Fall. Aber es sieht halt nicht. Wohin läuft denn der jetzt? Bin jetzt im Ernst. Hat der vor. Sieht halt nicht gut aus. Wahnsinn, schauen wir uns mal die Verluste an. Ja, das Pilotennest, das kannst du. Brauchen wir nicht. Da. Achso, ich werde die einen Panzer stoppen, die ich habe, und dann natürlich die Patton nehmen, aber in verbesserter Version. Geschütz, Verlässigkeit, ist nicht so, als hätte ich keine Punkte. Aber, da, moderner Panzer. Da. Wo ist die 1-Version? 1, 3, 4, so, da. Ach, okay. 60 Einheiten Chrom und dann nehmen wir den normalen. So viel habe ich dann doch nicht. Ach nein. Ich produziere gar nicht den A1, sondern. Ach nein. Da. Ist das jetzt bitte der A1? Ja, ist es. Gut. Wenig Chrom. Die großen Zeiten sind vorbei. Was braucht denn hier alles Chrom? Wobei. Uninteressant. Eine reicht vollkommen aus. Keine Panzerdivision mehr da. Wir leisten hier den Russen Widerstand, egal ob wir eingekesselt werden oder nicht. Ah, rein nach Moskau. Plan wird aufgegeben, der macht nur Scheiße. Das hat mir noch nie geholfen. Rein nach Moskau, habe ich gesagt. Hier hin. Hälfte hier hin. Mit denen hier, rein da. So. Hälfte in das Gebiet. Wir sterben hier. Wir weichen nicht mehr zurück. Wir können hier mal kurz reinrushen, oder? Unsere Leute befreien. Also nur ein Panzer, was ist das für ein Scheiß? Nein, Angriff, nicht verteidigen! Nicht weglaufen! Warum laufen die weg? Also nur ein scheiß Panzer, komm schon! Ich habe nie Jäger. Was sieht's aus? Die schießen alle meine Jäger ab. Müsst einfach dagegen halten, so gut ihr könnt. Vielleicht fliegen wir. Ja, drück zu Gips. Und wir fliegen nur bei Tag. Wir müssen uns ein bisschen hier, warte mal, habe ich. Ah gut, ich dachte schon, ich habe hier nachher gebaut. Ja, das wäre übel gewesen. Sieht nicht gut aus für Amerika. Wenn man sich die falschen Verbündeten sucht. Dann wird es einem bitterer gehen. Aber jetzt habe ich zumindest einmal mit Scharke gespielt.
den Schild. Wie schlagen wir uns her? Ja, wir haben das Gebiet wieder erobert, oder? Gibt's, wir kommen zurück. Immerhin. Na gut, der will nicht. Ja, Raketenantrieb. Gott, endlich. Oh, Düsenantrieb, 172 Tage. Und dann bauen wir Düsenflugzeuge. Kein Wunder wahrscheinlich, dass ich keine Chance habe. Aber die Luftwaffe wird dann gepusht. Der Moskau darf nicht fallen. Wie viel ist denn der Punkt? Ein Bunker, Schaf. Ein fucking Bunker. Ich sage, bau eine Verteidigungsanlage. Willst du mich verarschen? Der will mich komplett verarschen. Hat er einen Bunker gebaut? Großzügig, russisches Volk. Hast du Gas gegeben, ne? Nicht in Unkosten stürzen. Was zum Teufel? Nein, nicht hier rein, alter Schwede. Nein. Ja, flieh doch. Ach, fuck off. Ja, ohne Scheiß, ich habe mich das letzte Mal mit Schalke verbündet in diesem Spiel. Nie wieder. Er hat so wenig Liebe in sein Land gesteckt und dann Krieg anfangen, wenn ich das gewusst hätte. Kein Scheiß jetzt. Er zieht mich runter. Aber richtig hart. Und das zieht wiederum mich runter, das ist nicht gut. Das ist Wahnsinn. Ja, man wähle seine Verbündeten mit Bedacht. Das ist vollkommen richtig. Ich werde in der Zukunft, ich werde im nächsten Match ein bisschen mehr Augenmerk auf alles legen. Ja. Ich werde auch dann jeden Exploit ausnutzen, den es geht. Anscheinend ist das das Wichtigste. Aber vielleicht verbinde ich mich auch nur mit der KI. Das wäre wahrscheinlich das Intelligenteste, wenn ich sehe, was hier passiert. Wahnsinn, wie sieht's denn aus? Ach, zuerst mal rüber. Lass mal schauen, was weitergeht. Ja, der nächste ist natürlich. Da steht er mit seinen Panzern. Immerhin. So. Ja, wird hier landen. So sieht's aus. Braucht eine Stadt zur Versorgung. Das wird das hier sein. Oder ein Hafen. Was wegen der Luftversorgung? Also die Jäger werden schon alle ersetzt, nur Stück für Stück noch. Halt das Problem hier, Reserve. Ja. Pioniere sind erforscht. Das nächste zum Eingraben. Aufklärung. Ah, weiter eingraben. Und wichtig ist, dass wir in eine 42. Verlieren natürlich mit den Marionetten hier die Fabriken, aber come on, das ist 638 ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Aufpassen, dass ja nicht abgeschnitten wird, aber sagen wir es mal nach KI. Die hat jetzt auch keine Organisation mehr. Russland! Will ja nicht sagen, dass es nur noch da ist, weil ich es verteidige. Aber ja, Moskau ist auch nur noch da, weil ich es verteidige, oder? Vielleicht. Frank möchte dazu nicht sagen. Ja, lächerlich. Genau, schauen wir mal.
Ach so, jetzt wird natürlich krass produziert. Braucht Infanterie, aber die Infanterie braucht. Also was, dir geben wir einen Panzer mit, weil. Also hier. Einen modernen Panzer geben wir mit, weil dann haben wir ein bisschen mehr Verteidigung. Die Organisation ist zwar schlecht, aber das ist kein Problem. Jetzt 23, wir können hier auch noch ein bisschen Infanterie mitgeben. 54 Organisation. Muss sich nicht bewegen. Geben wir einen Panzer mit. Dann haben wir sehr viel Verteidigung. Geil wäre natürlich noch ein harter Angriff. Aber dann müsst Warum verteidigst du eigentlich Moskau? Ich erlaube mir den Spaß, ohne Scheiße. Ich denke mir, warum nicht? Was mache ich denn sonst? Wie viele Divisionen stehen da drin? 30? Sowas, genügend, sagen wir so. Ja. Ja, die verhungern halt jetzt so nach und nach. Das wird nichts helfen. Was soll ich denn machen? Soll ich hinlaufen bis hinter den Ural? Die KI, keine Ahnung, die macht nichts. Keine Ahnung. Ich glaube, Schalke hat das Land runtergewirtschaftet. Weiter ging es gar nicht mehr. Das ist lächerlich. Dass Russland so nachgeben muss, da liegt der Fehler in den 10 vorherigen Jahren, traurigerweise. So, ja, gut, ich habe vergessen, Push to Talk zu drücken. Was hat er denn gemacht? Weißt du das? Oder? Ich habe keine Ahnung. Er hat zu mir gesagt, oh, er ist voll gut, er ist voll stark und er kann das machen. Und die einzigen Divisionen, die nicht zurückrücken, sind meine. Aber denen fressen die Russen die Nahrung weg. Ich meine, meine Panzer sind einfach durchgelaufen am Anfang. Ja, keine Ahnung, was der mal gemacht hat. Null. Also, ich hab gesagt im Video, das letzte Mal, dass ich mit Schalke in Hearts of Iron verbündet habe, weil das kannst du vergessen. No way. Ja, schau. Ja, wärst du mal selber schuld. Gegangen, ja? Ich hatte 10.000 Flugzeuge hier in Moskau. Also nicht in Moskau, hier in Russland stationiert. 10.000 und haben mir gehofft, dass zumindest Schalke mindestens doppelt so viele hat. Und dann ziehe ich alle meine Flugzeuge ab, weil ich sehe, es bringt eh nichts. Und dann sehe ich 36, 24, 136. Der größte Flughafen. Hat er ordentlich aufgerottet. Der größte Flughafen hatte 400 Flugzeuge. Hat Schalke das letzte Mal gestreamt? Weiß ich nicht. Nee, hat er beim letzten Mal nicht. Dann hat er wahrscheinlich die ganze Zeit nichts gemacht und hat nur. Nebenbei, Moskau ist gefallen. Ja, ich sehe es schon, hilft nichts. Müsste jetzt nicht eine Meldung kommen? Ja, ich zieh sie ab, dann könnt ihr reinmarschieren, wie ihr wollt. Ja, ist lächerlich. Wenn ihr wollt, kann ich auch zu euch kommen. Es gibt nicht mehr viel zu tun für mich, nur noch Amerika zu verteidigen. Und da, außer ihr wollt das nicht, kann ich verstehen, kein Thema. Keine Ahnung, mir ist egal. Ich weiß ja, wo ihr kommt. Es gibt nämlich nur noch einen Ort. Amerika. Ich werde aber trotzdem die Push-to-Talk-Liste verändern und André rausnehmen. Nein, mir ist ganz egal. Wie gesagt, es ist kann auch so bleiben. Es ist Wurst. Geht. Psst. Ja, es geht. Klar. Psst. Sag mal, hatten wir gerade ein Seegefecht irgendwo? Ich habe keine Ahnung. Italien, oder? Nee. Psst. Keine Nein, Ahnung. Irgendwo. Weil ja, ja. Mir wird gerade angezeigt, dass einer meiner Schiffe runter ist. Keine Ahnung. Psst. Sevastopol. Ah. Psst. Ah, nein, nicht Sevastopol hier. Wie hieß der andere Kaff hinten in Asien? Psst. Genau, Vladivostok. Ach, da. Psst. Sag mal, André, kannst du den Russen nicht sagen, sie sollen bitte kapitulieren? Ich will nicht bis nach Vladivostok laufen. Die Russen kapitulieren nicht so schnell. Das ist das einzige Gute bei den Russen. Aber André, eine Frage habe ich an dich. Ja, sag. Psst. Warum hast du Panama in den Krieg gegen uns gerufen? Ja, weil ich das musste. Weißt du, das trockene Danke von Niederpeil ist nicht so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich minus 20% nationalen Zusammenhalt. Ich habe die nicht reingerufen. Die wollten beitreten. Achso. Ja, weil das Problem war, Niederbayer konnte nicht angreifen, weil die Alliierten keinen Krieg mit Panama hatten. Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, minus 20% Zusammenhalt kann ich mir nicht leisten.
Wie gesagt, ja, ich bin froh, dass da Niederbayers Cheat-Divisionen nicht mehr möglich sind im nächsten, aber nur schwieriger möglich. Ich hoffe, das nehmen sie ganz raus. Hallo, die sind nicht mal da drüben. Was, ja, denn, was, generell, denn, was für Cheat-Divisionen? Ja, dass er die Stats pusht, indem er verschiedene Infanterieeinheiten und Typen mit aufnimmt. Weißt du, das. Ach so, die Spezialisten mischen oder was? Ja, genau, damit die Stats der ganzen Division verbessert werden. Also quasi, du nimmst Infanterie, dann packst du von jeder Spezialdivision einen rein und dann können die alles. Nicht nur, aber man kann auch einen Panzer reinpacken oder so, weißt du. Die sind ja, das, ja, nicht... das habe ich ja auch Panzer drin, aber ich habe die Spezialisten halt nicht. Also meine Spezialisten, die sind in der Türkei und machen nichts. Ja. In Südamerika habe ich nur Infanteriedivisionen und Panzer. Ja, ja, habe ich auch, aber bei meinen Infanteriedivisionen ist es auch eine Panzereinheit dabei. Es macht halt einen Unterschied vom Panzerungswert an. Ich habe jetzt, muss ich jetzt ummodeln, extra für dich. Ich brauche viel und habe aber nichts. Das Trägerjäger zurückfahren, Marinebomber zurückfahren. Jäger bleibt. Marine, Trägerjäger, Marinebomber. Und zurückfahren. Jäger bleibt, so, immerhin das. Wie sieht's hier aus? Was braucht Chrom? Waffen? Genug. Zurückfahren. Und komplett raus. So. So. Dressiert haben wir auch genug. Die Pack wird produziert. Pack 1. Willst du mich fahren? Pack 1 ist durch. Warum nicht den Pack forschen? Vielleicht brauche ich es ja hier gegen den Nierabayer. Was ich brauche, sind natürlich die Panzer. Die Jäger, die werden herausgenommen Stück für Stück. Ich brauche jetzt unbedingt die neuen Jäger. Die neuen Jäger brauche ich.